Cola. Hä? Hallo. Oh ja, nettes Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Ich weiß nicht, ob ich in einen kaputten Flieger einsteigen will, den du repariert hast. Hey, was redest du da? Zweifelst du etwa an Boomer? Ich gehe den Brecher suchen. Funk ist an, ja? Okay, okay. Funk ist an. So. Wir finden doch hier bestimmt noch irgendwo ein paar Gegner. Boomer, Tonys Leute sind schon da. Siehst du da, ein Lagerhaus? Ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. What the fuck? Nick! Du hast gesagt laut, ich höre dich laut! Das ist sau lustig! Eine sehr gute Frage! Den kann ich nicht ballern. Das ist dieses wunderschöne Fahrzeug. Schade. Alter Schwede. Ich hab den Brecher. Das war's. Hab ich mich jetzt ein bisschen verjagt, habe ich mich jetzt gerade ein bisschen. Jawohl, Alter, ich kann auch einfach einen Panzer fahren. Mir ist Irrenhaus entkommen, wenn du nicht so gewaltige Feuerkraft beschleunige, Hauptkanone feuern. Reparier das scheiß Flugzeug, ich kümmere mich um sie. Auf einmal soll ich das Flugzeug reparieren. Noch mehr Helis! Was hast du erwartet? Du hast Krieg angezettelt. Aber... So, hört mal gut zu! Ihr Bastarde seid vollkommen am Arsch! Das heißt, ihr könnt eure Leichen verscharren und dann auf euer Grab festen! Oh. Er versucht es mit Nebel! Ich bin verwirrt! Auf so vielen Ebenen verwirrt! Sein Panzer ist im Arsch! Der Nebel ist weg! Okay. Hin ist er! Der
Sobald wir bei Kai und Tyson sind, verziehen wir uns nach Miami. Ich sag doch, ich hab's drauf. Alright. Ja gut, dann können wir auch ein bisschen, ne? Wir haben gerade eine halbe Stunde gespielt. 23 Sekunden. Ja, auch keine Ahnung, was auch immer. Weiterspielen. Knarren. Ach, Souvenirs, keine Ahnung, ich bin dumm. Punkt. keine weitere Ausführung nötig. So. Jetzt wird mir auch langsam ein bisschen kalt bei mir hier. Na, Kater? Mein Kater geht jetzt wesentlich besser. Er hat nämlich eine dicke Narkose hinter sich. 3 Zähne mussten gezogen werden. Funkgeräte, er war fertig. Formen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safe-Knacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt! Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räume ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Schaffst du, könntest dich vor mir verstecken? Ich hab dir alles beigebracht. Alles cool bei dir, Nick? Verdammt, knall das Schwein ab. Oh, Ladehemmung. So ein Pech aber auch. Oh, Schiss, Nick. Nick! Scheiße, Kai! Bam! Tot. Das ist raus. Geh doch ran und sag Hallo. Ja, coole Idee. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Dawes will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Der hat ein Selfie von einem Toten gemacht. Hätte ich nur mit dazu stellen müssen. Duckface. So cool. Das war jetzt irgendwie ein bisschen easy. Ich da schick über. Juhu! Laps mit der Nischkeit. Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi Leute. Sorry, hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mehr Rohre als in der Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das Seil klar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Am Vantin treffen. Schön. Mann. Furchteinflößenderes Haus hätte sich dort nicht aussuchen. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Das wurde so gebaut, weil das hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann, mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas fühlt sich Dawes bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich rausstellen, hm? Los jetzt!
Tyson wirft gleich das Seil ab. Du wirst ihn nicht so eng lassen. Na, Alter. Alles cool? Hübscher Karren. Ah, das sind Feuerwerk-Dinger. Da ist der Fan. Was quatscht denn hier so? Lala Fashion. Feuerwerk geht gleich los. Warte, die Karre her. Was soll ich jetzt? Aha. Jetzt wird's angezeigt, okay. Moment, Sekunde. Überraschung. Los, wir haben's eilig, Boomer. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich meine ja nur, wenn mir gleich 1 Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen würde... 200.000. Oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich meine ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring das hinter uns. Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Brecher sein. Willst du mich vertauschen? Na, ist schon okay. Viel Spaß. Nette Versuch. Nimm das Packhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Wie viele Leute braucht man denn? Sieht so aus. Okay, ganz ruhig! Ist der krank? Okay, okay! Ja, irgendwie sollte es nicht dran. Ja, deswegen, mach ich doch. So, zwei Polizisten verhaftet. Kann man machen. Kann ich da einfach durch oder greifen die mich an? Oh, die greifen mich an. Was leuchtet denn hier? Stimmt mit dir nicht, ich bin doch nur ein Typ. Ich hab da was gesehen. Der macht ja nichts. Hände hoch! Los! Wir machen doch gar nichts. Security, Alter. So, ihr habt keine Ahnung, Alter. Ich glaube, ich gehe mal hinten rum. Die gucken mich ja alle an, da wäre ich nervös. Ich bin so viel Aufmerksamkeit nicht gewöhnt. Eigentlich nur, um einfach durchzupreschen und zu töten. Geh, Alter. Stirb halt. Mach
Mach dich kalt! So, lieber nicht. Ich bin eigentlich ein ganz netter. Ich bin ein ganz netter Lieber. Irgendwie in Online-Spielen habe ich immer nur Platzpatronen. Scheiße! Da drüben! Nun geh schon auf! Hier drüben! Nicht da durchgehen! Hier ist gesperrt, verdammt nochmal! Gesperrt! Sperr! Es muss einen Hinweis geben.